Leute, willkommen bei der nächsten Episode mit Mafia99. Mit Hellas Verona. Wir lehnen hier ab Neuseeland und Ecuador. Es sind keine guten Nationalmannschaften, deswegen. Und ja, ich habe das letzte Spiel geschnitten. Keine Beschwerden kamen, also werde ich es auch so weiterführen, damit wir weiter vorankommen. Ja. Wechsel, ja, Sampdoria, Horvath lassen wir mal spielen. Und Aguirre kann mal wieder spielen. Und ich lasse mal Pödömmel spielen für Salah. Und wir gehen hinein in die Partie. Ja, wir spielen in Sampdoria. Auswärts hoffen wir mal, dass wir ein gutes Ergebnis hier bringen. Und vielleicht sogar auch 3 Punkte. Emanuelsson jetzt am Ball. Setzt sich schön durch. Wir ziehen nach innen. Wir sind im 16er schon mal. Sehr schön. Emanuelsson haut mal drauf. Abgefälscht. Ja, abgeblockt. Ecke. Alfredsson mit der Ecke. Emanuelsson von hinten mit dem Schuss. Oh, der Torwart. Kommt an, legt ab, der Schuss wird abgeblockt. Die Ecke kommt rein, aber Horvath hat keine Probleme. Jetzt Kontermöglichkeit vielleicht Prömmel hier. Gashi. Aguirre. Halfredsson. Halfredsson. Schön auf Aguirre gesetzt. Ein Tick zu spät kommt Aguirre. Schade. Sampdoria jetzt an der Kugel. Sampdoria kommt rein und Horvath zeigt eine Riesenparade. Die Ecke kommt rein und Horvath wieder keine Probleme. Schön. Sie hat jetzt eine gute Möglichkeit, da ist jetzt Platz. Gashi, Gomez. Schön auf Aguirre gesetzt. Aguirre legt ab. Schuss 1-0. Wir gewinnen hier. Wir sind am Gewinnen durch einen guten Konter. 1-0. Kurz vor der Halbzeit. Machen wir das 1-0. Besser geht es gar nicht. Sehr schön gemacht. Sehr schön durchgesetzt von Aguirre da. Und der Pass war genial. Und Hammer. Und da ist Halbzeit. Ja, und wir wechseln. Prömmel kommt raus. Ist mir nicht richtig aufgefallen, aber gute Zweikämpfe. Siliardi, die kommen für Gashi rein und für Emanuel kommt Soap rein. Gomez. Gomez setzt sich da schön durch. Das ist super gemacht. Gomez zieht nochmal nach innen. Gomez zieht nochmal nach innen. Oh mein Gott, wäre das ein Hammer-Tor gewesen. Gomez hier an der Kugel. Pisano. Setzt sich da schön durch, Pisano. Gomez, ah, der Verteidiger klärt nochmal. Die Flanke kommt, aber Rose, keine Probleme. Aber ja, Sampdoria weiterhin am Ball. Die Drehung, der Schuss und Horvath mit einer Riesenparade. Horvath faustet ihn raus, sehr gut. Und. Da ist Schlusspfiff. Wir gewinnen hier mit 1-0 durch den Treffer von Gomez. Sehr schön. 3 Punkte nehmen wir mit nach Hause. Das ist sehr gut. Für mich bester Mann war auch Gomez. Hat sehr gutes Spiel gespielt. Und ja, hoffen wir, dass es im nächsten Spiel genauso gut endet wie jetzt. Ja, wir machen jetzt Training. Und schauen wir mal hier. Ja, statistisch mäßig. Helen da sehr gut, aber keine Entwicklung allgemein. Und das nächste Spiel wird sehr, sehr anstrengend gegen Fiorentina und danach gegen Carpi. Gegen Carpi werden wir die zweite Mannschaft spielen lassen. Gegen Fiorentina lassen wir die erste Mannschaft spielen, wie sie ist. Raphael im Kasten, Toni in der Spitze, alles wie es ist. Und wir gehen rein in das Spiel. Ja, wir spielen zu Hause gegen Florenz. Das wird keine einfache Aufgabe, aber wir geben unser Bestes. Mal schauen, was das wird.
Die Ecke. Alfredsson mit der Ecke. Toni mit dem Kopf. Toni mit dem 1 zu 0. Das ist unglaublich. Hammer. Toni 1 zu 0. Seine Spezialität sind die Kopfbälle und hier beweist er nochmal warum. Achte Minute, wir führen 1 zu 0 durch die Ecke von Alfredsson. Schöner Kopfball, schöne Wucht, perfekt. Schön auf Gomez gesetzt. Gomez zieht nach hinten. Gomez. Gomez schießt, abgefälscht. Gomez schießt nochmal. 2-0 Gomez. Gomez ist ein Hammertyp. Ich liebe diesen Spieler. Ist ein Verteidiger und beweist sich als Torschütze. Das zweite Mal heute hier in der Episode. Hammer. Nach innen gezogen. Natürlich glücklich, weil der Schuss abgeblockt worden ist. Und dann muss er nur noch einschieben. Aber er macht das trotzdem klasse mit einer Coolness. Hammer. Salah. Salah. Romulo. 3-0. Der Torwart bewegt sich gar nicht. Hammer, was wir hier spielen heute. Ganz ehrlich. Wir spielen Hammer. Heute wirklich. Das ist unglaublich, wie toll wir spielen heute. Das ist ein Hammerpass, ein Hammerabschluss. 3-0. Sind jetzt hier in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Macht Fiorentina noch mal was? Oder machen wir noch was? Und da ist Halbzeit. Wir gewinnen zur Halbzeit 3 zu 0. Die Sache ist eigentlich schon so gut wie gegessen. Aber wir wechseln nochmal. Toni geht raus für Pazzini, Romulo geht raus für Iunita und Sala geht raus für Greco. Iunita zu Pazzini. Pazzini kommt da natürlich. Pazzini, Schuss. Ah, neben den Kasten. Schade. Ah, eine Ecke kommt aber. Alfredsson mit der Ecke. Gashi kommt nicht rein. Schade. Gashi ist an der Kugel. Gashi. Auf Pazzini gesetzt. Pazzini auf Ionita gesetzt. Ionita. 4-0! Wir machen sie ja. Wir machen hier eine Party zu Hause. Da ist ein bisschen mehr Platz, klar, weil Fiorentina es riskieren muss. Aber die haben noch einen kassiert und nicht einen Tor gemacht. Wir gewinnen hier. Sind am Gewinnen 4 zu 0. Ob wir noch mehr Tore machen, das weiß ich nicht. Aber das ist schon eine Klasse, die wir heute zeigen hier. Hammer. Valentina hier mit einem Frustschuss. Und da ist Schluss aus. Wir gewinnen hier 4 zu 0 gegen Valentina. Das hätte ich nie gedacht, dass wir das erschaffen vor dem Spiel. Aber wir haben heute eine schöne Fußball gezeigt. Und ja, aus zwei Spielen zwei Siege. Besser kann die Episode eigentlich gar nicht laufen. Ja, Leute, das war's heute. Ja, hier seht, wir sind auf Platz 2 mit 5 Punkten Abstand auf Inter, aber das ist okay. Die Frage an euch ist es jetzt, weil wir jetzt 4-0 gewonnen haben, die Frage an euch jetzt von mir ist, sollen wir, weil ich spiele ja auf Weltklasse, sollen wir es das auf Legende ändern oder soll ich auf Weltklasse bleiben? Wenn ihr mir nichts schreibt, bleibe ich auf Weltklasse. Dann habe ich verstanden, dass ihr zufrieden seid, dass ich mit Weltklasse spiele. Und wir fahren weiter. Wenn ihr auf Legende wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare, um es ein bisschen realistischer zu gestalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit der Karriere, mit Hellas Verona. Liked, abonniert und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mafia 99. Ciao.